Das Allerwichtigste ist Musik. Das ist fast so wichtig wie ein Pinsel, weil es mir diese Gefühle eröffnet, die Wärme, die Freude, die Trauer, und das kann ich nachfühlen. In der Regel arbeite ich immer nachts. Aber in der Regel, also wenn es Winter ist, allererstes muss natürlich Ofen angemacht werden. Und diese Behaglichkeit, diese Wärme. Und ich mache mir also erstes immer so einen starken Kaffee. Und dann wird also mit einem Calvados dann runtergespült, so dass ich dann mit Leinwand und dann geht es los. Wenn ich was wirklich an den Leinwänden, und ich glaube von vielen Malenden oder auch schreibenden Künstlern sind eigentlich ihre Erinnerungen. Aber die haben mich richtig in der Schule und so weiter gefördert, als sie die Begabung entdeckten. Also, ich war wirklich wie eine Auserwählte. Wir sind zu Gast im Hemelinger Atelier des Malers Josef Blücke. Der Raum mutet orientalisch an. Seitdem in Tirana in Albanien. Oberhaupt des Ordens ist der Großdede. Der nächste Rang ist der Oh,
Gott, unser Leben ist in den Wind gewandelt. Wir haben unsere Körper misshandelt und haben dem Satan zur Freude gehandelt. O Gott, vor und hinter der Gefahr finde ich keine Wege. Ergreif. Meine Großeltern aufgewachsen. Und meine Großeltern waren nicht besonders gläubig, also religiöse Menschen. Nicht. Und besonders, also nach und nach, was ich dahinter kam, ist diese, besonders bei Frauen, die Reste von dem alten Schamanismus habe ich entdeckt. Und je älter ich Gebäude, das ist mir nie aus dem Sinn gegangen. Und das, was viele Bilder kommt das heraus, also kommt das hervor. Also leider. Und nehmen wir mal ein Thema. Ich mache eine Maler an trockener Landschaft. Viel weiter. Es sind Gelbtöne. Es ist verlierende Wärme. Und natürlich gibt es Liebe. Also ich höre sehr gerne Musik aus Armenien. Unter anderem. Also es sind für mich so beeindruckende Musiker. Wie gesagt, jetzt, also ich höre entweder klassischer Bereich, wirklich europäische, also jetzt Italien oder Frankreich oder jetzt Deutschland und so weiter. Aber ich kann mit dem, aber dafür entdecke ich hervorragende Musiker in Griechenland, Albanien, Bosnien, mein Gott, Bulgarien, Ungarn und Iran und so weiter. Es geht also endlos weiter. Und jetzt habe ich letzte Zeit also an. Gott ist nicht die Bestrafende ist, sondern wirklich, man hat große Hamster. Ich sah das an Einmaligkeit. Und das habe ich umgesehen. Auch, es gibt viele andere Kulturen, aber ich bin jetzt also an dem Sufismus nah. Und daher ist also diese Tanzbewegung hat mich eingeleitet, umzusetzen. Und wirklich, die Menschen, die mit weitesten, mit Sufismus nichts zu tun hatten, eine fromme Wunsch. Ich hoffe, dass ich das schaffe.